Hallo aus dem DBZ Newsroom. Moin. Es ist ja etwas schwieriger, das Wiener, den ehemaligen Wienerwald zu verkaufen. Seit Jahren gibt es ja Versuche, immer wieder dieses Gebäude loszuwerden und das Grundstück loszuwerden. Bitte, warum ist das so kompliziert? Tatsächlich kann ich das noch nicht erklären. Also, beziehungsweise ein Aspekt, der das kompliziert macht, ist, dass auf dem Wienerwald Grundstück Vorverkaufs- oder Vorkaufsrechte liegen. Mhm. Von all jenen Eigentümern, die im Bellevue Center Eigentum haben, also dort eine Wohnung gekauft haben. Genau darauf wollte ich hinaus. Offensichtlich besteht da ja seit den 60er Jahren das Recht für 200 Leute. Für 200, genau. Dieses Grundstück erstmal gefragt werden zu müssen, ob sie das nicht haben wollen. Genau. Und wenn dort jemand sagte, ja, möchte ich weiß gar nicht, was dann losgetreten würde, aber da hat sich ja unsere Kollegin Wiebke Kanz jetzt mit auseinandergesetzt und hat da einen langen Erklärtext mal so verfasst. Und ich bin gespannt. Ich kenne die Ursachen nicht, also oder nur die Hintergründe nicht, wie diese Vorkaufsrechte zustande gekommen sind. Das werden wir rausfinden, ob es tatsächlich die Stadt selber noch weiß, warum man damals diese Vorkaufsrechte überhaupt vergeben hat und was das jetzt eigentlich für den Verkauf bedeutet. Also bis dato ist mir das nämlich noch nicht begegnet im Verlauf dieser ganzen, des ganzen Prozesses. Aber das werden wir dann rausfinden, wenn die Geschichte nämlich in der Zeitung ist. Und das wird es am Samstag, so ist es Samstag getan, sein. Genau. Also, wenn ihr wissen wollt, warum es so kompliziert ist und was das mit diesen Vorkaufsrechten auf sich hat, Zeitung lesen. Zeitung lesen. Hilft immer. Schönes Wochenende. Ciao.